Hallo alle zusammen, wir machen heute ein bisschen Bauch-, Beine-, Po-Kräftigung mit Hilfe vom Theraband oder von einem Tube oder von einer Strumpfhose, wenn ihr das Tube oder Theraband nicht habt, dieses Gummiband. Strumpfhose bitte zusammenbinden an einer Seite, sodass ihr sie unter Zug bewegen könnt. Oder eben so ein festes Gummiband, wenn ihr eins habt. Oder eben dieses Theraband fixieren mit so einer kleinen Hilfe. Das Fixieren von der kleinen Hilfe oder das Zusammenbinden, je nachdem, wie kurz ihr das dann habt, umso mehr Zug habt ihr dann nachher auch drauf. Umso mehr müsst ihr arbeiten. Ihr macht keine Musik dazu an, macht eure Musik selber. Wählt euch das aus, was euch gefällt dazu. Und wir fangen erstmal an mit Erwärmen unserer Körperglieder. Einfach, dass wir ein bisschen Muskulatur warm machen. Kreisen hoch und runter, zurückkreisen der Arme. Gleichzeitig erwärmen wir unsere Beine, indem wir auf der Stelle die Fußsohlen auf- und abrollen. Wenn ihr mögt, macht das barfuß, dann habt ihr ein richtig gutes Gefühl. Schön auf- und abrollen, unsere Schultern zurückkreisen oder vor- und zurück bewegen. Unsere Beine warm machen, indem wir auch jetzt mal die Knie mit anheben. Wie gesagt, macht eure Musik an, die euch gefällt. Dann könnt ihr auch dementsprechend den Takt halten dabei. Ihr könnt auch dann die Beine mal auseinander und zusammennehmen. In die Schrittstellung gehen, vorwärts, rückwärts. Eure Arme mitnehmen, indem ihr sie vorwärts bewegt oder seitlich bewegt, oben bewegt. Hin und her. Macht es so, wie es euch gut reinpasst zu der Musik, die ihr euch eingelegt habt. So, das Ganze jetzt noch ein paar Takte durchhalten. Ihr könnt auch mal seitlich hüpfen. Und das Knie mit hochnehmen oder vorne das Knie hochnehmen. Okay, die letzten 8 Takte. 5. Und auslockern. Gut. Erste Übung, die wir machen. Nehmt das Band oder die Strumpfhose oder das Tube. Reinstehen, unten. Wie gesagt, je enger es gebunden ist, zum Beispiel jetzt die Strumpfhose, desto mehr Zug übt man damit aus. Das Tube, das Band, die Strumpfhose ist unten an den Beinen fixiert. Spannung aufbauen. Ihr geht leicht ins Knie. Bauch und Po sind fest und ihr hebt das Bein, das linke Bein ab und immer unter Zug halten das Band oder die Strumpfhose. Ich mache es jetzt gerade mit der Strumpfhose, um zu zeigen, es geht. Bauch immer unter Zug halten, Bauch und Po sind fest. Und die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wieder lösen und kurz auslockern. Und wir wechseln die Seite. Gleich im Knie, Bauch und Po sind fest, Bein anheben und hoch und ab.
Bauch und Po sind fest, atmen nicht vergessen, leicht im Knie stehen. Wenn ihr Musik habt, macht es gern im Takt von der Musik. Die letzten 8. 8. Und wir lösen wieder und lockern. Mal beide Beine können zusammenstellen. Fußsohlen auf- und abrollen. Und wieder in die Grundposition gehen. Wieder die Spannung aufbauen, Bauch und Po sind fest. Wir gehen ein bisschen mehr ins Knie und wir heben an und gehen tief. Wir heben an und gehen tief. Beim Anheben abspreizen und tief. Ab und tief. Ab und tief. Gern im Takt von eurer Musik. Das heißt, wenn ihr schnelle Musik habt, geht ein bisschen schneller rein in den Takt. Oder ihr nehmt eben jeden zweiten Takt. Abwandlung. Hoch, hoch, tief. 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 Hoch, hoch, Abwandlung dreimal. 1, 2, 3, tief. 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 1, 2, 3, noch 4, 3. 2 und das letzte Mal und ganz raus auslockern. Unsere Füße auf- und abrollen und auslockern. Okay, wir gehen an den Oberkörper. Ihr könnt stehen bleiben, ihr könnt auch den Kniestand machen. Einfach auch mal, um eine Variation zu haben. Ihr könnt euch absetzen dabei. Schultern zurück. Die Arme gehen hoch. Schultern sind unten. Arme sind neben dem Kopf parallel. Und wir ziehen ganz nach unten und wieder ganz nach oben und tief ziehen und hoch ziehen und tief ziehen und hoch. Wenn ihr Musik habt, dann macht das im Takt. Ihr könnt auch ein kleines bisschen schneller werden oder jeden zweiten Takt nehmen. Variation, wir gehen tief und Mitte und Mitte und Mitte und. Auch hier wieder die Variation, ein bisschen schneller zu werden. Aber schön führen bis ganz nach unten, nicht ausweichen. Hinterm Körper tief ziehen. Schön die Schulterblätter zusammendrücken. Und jetzt gehen wir auf 2. Tief, tief, ganz runter. Hoch, hoch, ganz hoch. Mitte, Mitte,
ganz runter, Mitte, Mitte, ganz hoch. Mitte, Mitte, ganz runter, Mitte, Mitte, hoch. Acht noch. Sieben. Drei. Und das letzte Mal. Und wir lösen auch mal, wenn ihr jetzt im Kniesitz wart und auf euren Füßen gesessen habt, die Füße auslockern, ausspannen. Schultern zurück. Wir bleiben am Oberkörper. Arme vorm Körper. Hände. Schultern sind auf einer Höhe und wir ziehen bloß auseinander und zusammen. Nur auseinander und zusammen. Auch hier könnt ihr wieder langsam machen oder schneller. Schultern bleiben unten, Bauchpo sind fest. Kann man natürlich auch im Stehen machen. Atmen nicht vergessen. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir lösen und machen den Oberkörper kurz rund und kommen wieder hoch. Schultern auslockern. Variation, einfach Position mal anders gestalten. Ihr geht in den Knie, halbes Bein oder Bein halb aufgestellt, Schultern sind unten, nehmt das Band, fixiert es mit den Händen, Schultern tief und ihr zieht unterhalb vom Oberschenkel, nur auseinander und zusammen. Auch hier wieder, wenn ihr Musik anhabt, im Takt, 4, 3, 2 und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oder langsamer, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Aber immer leicht unter Zug halten. Wer den Zug ein bisschen stärker machen möchte, der nimmt sein Gummiband oder seine Strumpfhose einfach nochmal doppelt. Dann hat man ein bisschen mehr Zug, den man bewältigen muss. Auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Wer das mit dem Kniestand nicht kann, da gibt es natürlich die Variation, dass man das Ganze macht im Stehen. Hierbei dann einfach der Oberkörper ein kleines bisschen mit geradem Rücken nach vorne neigen. Schultern sind zurückgezogen und wir ziehen hier auseinander, zusammen, auseinander, zusammen. Auseinander, zusammen. Oder schneller. Bauch und Po sind fest dabei. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Und wir lockern aus. Da wir jetzt einseitig
eben, wenn wir jetzt nicht das andere Bein vorne aufgestellt hätten und entweder wieder unten im Kniestand oder dann eben in diesem halben Stand hoch, machen wir das natürlich auch noch. Variation der Übung. Ihr nehmt das Band oberhalb vom Kopf, ein Arm ist aufgelegt und ihr zieht tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Wer das jetzt erhöhen möchte, der legt den Arm nicht mehr auf, sondern hält ihn oben im rechten Winkel dagegen. Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Achtung, auch hier wieder die Variation, dass man eben das Ganze im Stand macht und wir wechseln die Seite, wir ziehen auf der anderen Seite, tief und hoch, 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 tief und hoch. Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir lösen und auslockern. So, noch eines mit den Beinen, eine Übung. Wir gehen runter auf die Matte, legen den Oberkörper ab, nehmen das Band, das Tube zwischen die Beine, Oberkörper leicht anheben, atmen nicht vergessen und nur auseinander und zusammen. Beidbeinig, gleichmäßig. Ihr könnt auch hier wieder langsam oder schneller machen, je nachdem, ob ihr Musik habt und was für Musik es ist. Und den Oberkörper könnt ihr noch ein kleines bisschen mitnehmen. Mal auf die linke Seite schauen dabei. Und mal auf die rechte. Und zur Mitte. Und dann wieder nochmal links. Und nach rechts. Und zur Mitte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir lösen und richten uns auf zum Sitzen. Das waren jetzt wieder ein paar Variationen, die man mit einer Strumpfhose durchaus auch alles machen kann. Bauch-Beinkräftigung war das gerade mit dem Liegen und die Beine, Oberkörper anheben. Oben Armkräftigung in verschiedenen Standpositionen, kommt die Beinkräftigung auch noch mit dazu. Und jetzt zum das Ganze ein bisschen auslockern, einfach mal die Beine ausklopfen. Auch die Arme ausklopfen und kreisen. Vor
hochziehen, rund machen. Gerade Rücken hoch. Das noch zwei, dreimal. Und den Kopf mit auslockern. Wichtig immer, Muskulatur nach der Kräftigung auslockern. Ein bisschen ausstreifen, ausmassieren. Dass er nachher nicht irgendwie Krämpfe oder sowas bekommt. Und ansonsten, danke, dass ihr heute wieder mitgemacht habt. Bis zum nächsten Mal.